So, ihr Lieben, heute rede ich mal etwas über meine Norwegen-Tour, die ich dieses Jahr plane. Ich habe vor, mit einem Trabant 601S ans Nordkap zu fahren. Ursprünglich war der Plan, diese Tour mit einer AWO mit Beiwagen durchzuführen. Jedoch habe ich etwas Sorge um die Schwinge des Beiwagens, da ich dort schon einen Riss hatte. Und bei einer Probebohrung mit einem kleinen Bohrer etwas dünnes Material festgestellt habe. Und ich dachte, bevor ich die Arbeit der AWO und des Deuce riskiere, steige ich lieber auf meinen Sigi um. Denn der ist ja auch komplett neu und also dort sollte eigentlich alles funktionieren am Fahrzeug. Naja, der Plan sieht eigentlich vor, dass ich im Juli starten werde. Die Tour wird in etwa 7500 Kilometer lang werden. Ist jetzt gegenüber manch anderen vernarrten Trabi-Fahrern ein bisschen wenig, weil es gibt auch zum Beispiel welche, die gerade die Welt erkunden. Man muss wirklich Welt sorgen. Zum Beispiel globetrabi.de, da ist ein ganz verrückter junger Kerl. Der fährt jetzt alle Länder ab, was geht. Naja, der lacht zwar über meine Nummer, aber das ist ja egal, aber es gibt genug andere, die das auch versuchen und machen. Naja, um nochmal auf meine Tour zurückzukommen. Ich werde hier in Karlsruhe starten, werde dann bis Hamburg fahren. Dort oben werde ich bei Vinzenlohe übernachten. Wird gleich sogar eine kleine Feierlichkeit anstehen. Mein Cousin, der heiratet, von daher passt das. Ich fahre einen Tag früher los als wie gedacht. Dann wird dort oben schön Fete gemacht und danach geht es dann weiter Richtung Fehmarn. Über Fehmarn fahre ich Richtung Schweden rüber bis Malmö über die schöne Öresundbrücke. Dann fahren wir Göteborg weiter, dann nach Oslo und dann geht das straff Richtung Geiranger Fjord. Am Geiranger Fjord werde ich auch mal den Dalsnibba, das ist so ein wunderschöner Aussichtspunkt, der direkt auf den Geiranger zeigt, werde ich dann mal hochfahren. Ja, dann über Trondheim, straff in Richtung Nordkap. Natürlich werde ich die Lofoten mitnehmen. Ich werde dann von Bodø rüberfahren mit der Fähre. Man ist ca. 4 Stunden unterwegs und da werde ich das erste Mal auf dem Wasser den Polarkreis überqueren. Komme dann auf die Lofoten an und fahre dann über die Lofoten Richtung Nordkap. Vom Nordkap aus geht es dann Richtung Finnland, wo ich beim Weihnachtsmann vorbeifahren werde. Bei dem Weihnachtsmann. Werde dann Richtung Tornio bis runterfahren und werde dann Richtung Schweden wieder zurückfahren, wo ich dann in Trelleborg mit der Fähre nach Sassnitz übersetze, auf Rügen, wo ich auch noch nicht war. Und werde dann von Rügen wahrscheinlich linker Hand an Berlin vorbeifahren Richtung Meißenlossen. Und das wird dann das Endziel sein. Und wenn alles klappt, komme ich sogar zum Nossener Trabant-Treffen dann an. Ja. Ich hoffe, dass es funktioniert. Für die lange Tour habe ich natürlich einiges schön zusammen. Von der Karte oder vielmehr von der Route übers Navi bis hin zu Karten habe ich alles festgehalten. Ich habe mir da hier zum Beispiel schon mal so einen Stapel zusammengelegt. Das da. Das sind alles die Routen. Die habe ich einlaminiert. Habe mir dann hier solche kleinen Streifchen daran gemacht, da seht ihr es, da habt ihr die 1, 2, 3 bis Ultimo und da braucht ihr quasi nur, brauche ich dann nur aufschlagen und dann gucken, wo ich halt lang fahre, wo ich jetzt im Moment dann bin. Hat den Sinn und Zweck, trotz der vielen Arbeit, falls mal das Navi ausfällt oder falls ich gar keine Lust habe, mit Navi zu fahren. Hier seht ihr zum Beispiel, hier habe ich dann diese Route, jetzt muss ich mal auf den Monitor schauen da. Diese Route da, die habe ich da grün eingezeichnet, wo es lang geht. Ihr seht das schon. Vinzenlohe, die erste Station, ca. 680 Kilometer von hier. Naja, und ich habe mir das Ganze dann sortiert, habe auch dann quasi in Norwegen die ganzen Dinger da eingetragen. Da habt ihr es mal. Und natürlich gibt es noch vorher im Reiseführer, den habe ich mir noch zugelegt. Das liegt aber schon in der Vergangenheit, das Büchel da. Das ist ein sehr interessantes Buch.
Das ist schon von 2012 gewesen, wo meine Freundin und ich mit zwei Schwalben nach Norwegen gefahren sind. Da wollten wir auch schon mal ins Nordkap fahren, allerdings war das sehr frisch geworden. Wir hatten teilweise minus 10 Grad und Schneefall. Naja, wir sind dann in den Süden abgebogen, sind dann vom Berg nach Norwegen, von Bergen nach Stavanger gefahren. War eine sehr, sehr schöne Tour. Naja, das Bild im Übrigen, was ihr hier drauf seht, das ist der Geiranger. Da habt ihr die sieben Schwestern, da die Wasserfälle. Das ist eine Almhütte, die. Oh, jetzt muss ich überlegen. Stadt Kack. Oh Gott, irgendwie so ein ganz komischer Name ist das auf jeden Fall. Da kann man hochwandern. Da kann man mit dem Boot auf den Geiranger hinfahren und dann kann man so Stufen hochlaufen und dann hat man diesen tollen Blick. Und da will ich unbedingt hin, weil am Geiranger werde ich eh wahrscheinlich so 2 Tage bleiben. Mal Zelt aufbauen, je nachdem, wie das Wetter ist. Naja, dann sehen wir mal weiter. Auf der großen Karte, da habe ich noch hier so eine riesen Monster-Ausklapp, hast du nie gesehen, Karte da, habe ich auch nochmal die ganzen Punkte eingetragen. Wo zum Beispiel auch der Bernd aus dem Dreiländereck und Sachsen lang gefahren ist mit seiner AWO. Das ist alles in dieser Karte festgehalten. Ne? Ja, an dieser Stelle, sorry Bernd, ich werde wahrscheinlich doch nicht mit der AWO fahren oder ich werde nicht mit der AWO fahren. Wie gesagt, die Gründe habe ich am Anfang genannt. Es wäre die größere Herausforderung gewesen, das gebe ich zu. Es ist auf jeden Fall ein Abenteuer mit der AWO, aber mit dem Trabi wird es wahrscheinlich mindestens genauso ein Abenteuer werden wie mit der AWO. Na. Naja, und für alle Fälle habe ich mir dann noch, auch von 2012 noch damals, einen Campingführer zugelegt gehabt, dass ich quasi sehe, wo welche Campingplätze in der Nähe sind. Sind halt mit Auszeichnung, ja, mit einer Firma, deren Name ADAC ich lieber hier nicht sage, ganz gut, ja, ausgeschrieben ist, funktioniert alles wunderbar. Ja, zur Technik. Das Ding da, das wird eigentlich mein Hauptroutenführer werden, mein kleines TomTom Rider. Das hat mir mein Papa eigentlich geschenkt für unsere große Norwegen-Tour. Hat sich auch sehr gut bewährt, muss ich sagen. Aber ich habe anfangs gedacht, ja super, im PKW bringt er das Ding ja nicht viel, du hast ja keinen Lautsprecher. Jetzt habe ich mich natürlich mal ein bisschen umgeschaut im Internet und siehe da, der Tino hat einen Lautsprecher dabei und zwar in Form dieser Halterung. Und zwar, da ist der Lautsprecher. Wenn ihr das Ladegerät anschließt, habt ihr dann quasi einen Lautsprecher. Funktioniert super, das Ding. Ja, und dann werde ich das mitnehmen. Ich habe meine gesamten Routen in dem Gerät schon abgelegt. Das habe ich mir alles zusammen mit Maps auf dem Rechner zusammengestellt, habe die Routen mir übertragen, habe die umgewandelt und dann quasi in die Reiseroutenplanung des Navis eingetragen. Ihr habt zum Beispiel schon mal ein Stück. Na, also ich habe das in, ich glaube, 12 Etappen oder irgendwie sowas habe ich das unterteilt gehabt. Auf jeden Fall brauche ich bloß 3 noch, 1, 2, 3. Durchgehen, fertig aus. Auf meiner Homepage könnt ihr die ganzen Sachen oder die ganze Route in aller Ruhe mal durchgucken, wenn es euch interessiert. Die Seite habt ihr mehrfach schon in meinen anderen Videos, habt ihr sie mal gesehen. Beim Sigi zum Beispiel, wo ich ihn vorstelle, zeige ich sie, aber ich sage es so sehr gern nochmal. Also www.tinos-simson-hobby.de. Da werde ich dann auch, wenn ich hochfahre, ab und zu, je nachdem, wie ich Empfang habe in Norwegen, werde ich dann mal ein paar Bilder reinschmeißen. Ja, ich werde ja alleine fahren. Und daher ist quasi Katja ist ja dann hier in Au oder in Karlsruhe und kann mich da ein bisschen unterstützen von zu Hause aus. Es wird halt vom Vorteil sein, zwecks Aufladung des Handys fürs Internet, das kann sie dann alles online machen. Das wird schon funktionieren. Für Bilder in Norwegen. Da ich ja nun mit dem Trabi fahre, kann ich meine gute Canon mitnehmen, meine Spiegelreflexkamera. Ist jetzt nicht das neueste Modell, bin aber ganz zufrieden mit dem Ding. Ich hoffe, dass ich da schöne Landschaftsbilder aufnehmen werde. Auf der AWO hätte ich sie auf jeden Fall nie mitgenommen, da hätte ich noch meine kleine Handkamera mitgenommen, diese Taschenkamera. Aber die macht ja auf jeden Fall bessere Bilder. Ja, und für schöne Videos da aus dem Trabi oder mich selber nehme ich natürlich wie immer meine GoPro mit. Die ist natürlich unverzichtbar mit Halterungen und diversen Kleinteilen, dass ich das alles mir so zusammenfriemeln kann, wie ich das will.
Kann ich jedem empfehlen, der gerne zum Beispiel Motorrad fährt und sich gerne auch mal filmt oder wie gesagt PKW. Geht auch in vielen anderen Richtungen. Ein Kumpel von mir, der ist zum Beispiel leidenschaftlicher Taucher, der hat auch das Ding immer dabei. Natürlich schon die neuesten Generationen, das ist ja schon eine alte, das ist ja eine der ersten, aber die macht trotzdem super Bilder. Ja, ich denke, soweit bin ich gerüstet. Natürlich, ich muss noch einige Ersatzteile organisieren. Ich werde auf jeden Fall eine Kupplung mitnehmen, also eine Kupplungsscheibe. Dann werde ich zwei Bremsensätze mitnehmen. Ich habe jetzt an der Hinterachse einen Originalen eingebaut. Vorderachse ist noch ein Nachbau. Da hab ich so meine Zweifel, ob die Berge überstehen werden, diese Nachbaudinger. Ich weiß es nicht. Die Belege sind eigentlich sehr gut, sehr heutiger Standard, aber naja, mal abwarten. Ja, dann werde ich klar das übliche Zündkerzen mitnehmen, diverse Glühlampen, Draht. Dann hat mich noch jemand darauf hingewiesen gehabt über die Videos, dass ich auf jeden Fall noch für den Auspuff was mitnehmen soll. Zum Beispiel mein Akkuschrauber, wäre nämlich auch nicht so verkehrt. Und dadurch nehme ich dann noch auf jeden Fall Auspuffhalterung noch mit. War eine gute Idee. Ich werde auch noch einen Zylindersatz mitnehmen. Den werde ich jetzt noch demnächst nach Reichenbach schicken. Da können die den dann neu aufbohren oder holen halt aufs nächste Übermaß, dass die wenigstens mitkommen. Naja, die Dichtung, Zylinderkopfdichtung, ja, so ein bisschen Larifari halt. Ein bisschen Fett nehme ich mit, meine kleine Fettpresse. Vorderachse muss ja geschmiert werden, also ich meine 7500 Kilometer, da muss ab und zu mal ein bisschen Fett reingedrückt werden. Ja, was nehme ich noch mit? Ja, gut, das Reserverad ist klar, 20 Liter Benzinkanister, unerlässlich in Norwegen. Dann 15 Liter Mischöl, ich habe ausgerechnet so circa, ich glaube auf 13 Liter oder so bin ich gekommen, werde ich brauchen und deswegen nehme ich 15 mit. Ja, und dann wird natürlich noch im Sigi einiges umgebaut. Ich werde die Sitze ausbauen, Beifahrer- und Rücksitzbank. Und anstelle der rechten Fahrzeughälfte kommt dann quasi ein Brett rein oder vielmehr zwei Bretter. Etwas erhöht, wo ich dann meine Matratze drauflegen werde. Und unten drunter dann wie kleinere Fächer übrig habe, wo ich dann wiederum Wasser und sowas reinklemmen kann. Sinn und Zweck der Sache ist, wenn es regnet oder schifft oder stürmisch ist, kann ich im Auto schlafen. Wenn natürlich Bombenwetter ist, baue ich mein Zelt auf. Will ja die Natur genießen da oben. Mein Benzinkocher geht mit. Eine Angelrute nehme ich mit. Ich habe mich schon informiert. Ein paar Köder muss ich mir noch zulegen. Ich möchte natürlich auch gerne mal dort den Haken schmeißen. Und meinen ersten norwegischen Fisch essen. Naja, und Schlafsack logischerweise geht natürlich auch noch mit. Ich werde 5 Liter Wasser mitnehmen in diesen Kunststoffbottichen da zum Kochen. Und nochmal 6er Packs Wasser, damit ich sie dann einzeln verstauen kann. In Norwegen kann man zwar fast an jedem Fluss oder Süßwassersee kann man da eigentlich Wasser trinken, aber ich nehme das mit. Zum Kochen nehme ich dann das aus dem großen Bottich und wenn der leer ist, wie gesagt, tue ich mit dem Wasser aus dem See da oder aus dem Fluss. Naja, die Route an sich wird auch einiges vom Material abverlangen, denke ich mal. Ich habe es an meinen Schwalben gesehen und es ist damals der Tank gerissen an der Schwalbe. An der Schwinge hatte ich Probleme. Ich hatte einen leichten Kolbenfasser sogar. Ich denke aber, der war schon vorher falsch eingefroren. Aber es waren halt einige Sachen. Also es ist, mein Tacho ist, meine Drehzahlmesser ist ausgefallen an der Schwalbe. Den hatte ich damals selber gebaut, aus dem Tacho. Der ist kaputt gegangen. Und eine Batterie ist verreckt. Das war so, was passiert ist. Ja gut, beim Trabi werde ich auf jeden Fall noch eine Lichtmaschine mitnehmen. Die habe ich jetzt erst frisch neu gemacht, eine Ersatzlichtmaschine. Und ich denke, dann bin ich eigentlich gut dabei. Wie gesagt, das ist noch ein Haufen anderes Zeug. Das habe ich jetzt nicht alles im Kopf. Natürlich wird eine Reiseapotheke wird auch mitgenommen, von Kopfschmerztabletten über wärmende Salben oder eben einfach nur, was ist denn das einfach, eine Creme oder irgendwas, ja, egal, auf jeden Fall das Wichtigste ist halt dabei. Ja, und sonst, die Papiere sind sehr wichtig, also die grüne Karte werde ich auf jeden Fall mitnehmen müssen. Ich habe noch eine Auslandsversicherung gemacht auf dem Trabant. Eine Teilkasko habe ich schon gekriegt, also
Ja, gut, schade, aber egal. Wäre mir eigentlich bloß wegen Diebstahl gewesen, aber für Deutschland mehr als für Norwegen, weil die interessiert das sowieso nicht. Dann werde ich mich noch anmelden bei der norwegischen Mautstelle. Mir fällt jetzt die Seite gerade nicht ein. Da kann man sich dann registrieren über die Kreditkarte und dann bekommt man wie ein Guthaben. Und jedes Mal, wenn man durch so ein Toll-Collect-Ding fährt, das sind diese, wo die Kameras oben drauf hängen, diese Dinger da, gibt es ab und zu mal einen Blitzer und dann wird das Kennzeichen fotografiert und dann wird das automatisch von dieser Karte abgebucht. Oder es ist mit so einem Transponder, den man ins Fahrzeug reinlegt und dann wird das Fahrzeug auch gleich erkannt und automatisch abgebucht. Naja, also es ist noch einiges zu tun. Ich denke mal, ich brauche mir keine Sorgen machen, dass irgendwas am Trabi passieren wird, ist schon mal definitiv, weil dann wäre es kein Trabi und schon gar kein DDR-Fahrzeug. Der Reiz ist ja eben das Besondere an der Kiste, dass es erstens ein Zweitakter ist und der Trommelbremsen hat und dann 20% bergab auf 2 Kilometer durchhalten muss. Also das wird schon eine fahrerische Herausforderung. Ja, das Fahrzeug an sich ist ja Kult, ist ja sehr bekannt, selbst in Norwegen, selbst in anderen europäischen Ländern, ist ja logisch. Ja, ich bin der Meinung, ich könnte jetzt mit meinem Mercedes könnte ich auch dort hochfahren, dann ist das aber nichts Besonderes. Deswegen mache ich so ein Tour. Ja, ich werde sehen, was rauskommt. Die Vorbereitungen laufen. Jetzt werde ich noch Sigi etwas vorbereiten. Ich muss nochmal das Getriebe ausbauen. Das war zwar ein aufbereitetes, verliert allerdings Öl. Muss ich nochmal neu abdichten. Dann werde ich noch einen Riss schweißen müssen. Den hatte ich schon mal bearbeitet. Jetzt ist er natürlich dahinter gerissen. Kommt dann noch ein Stützblech drauf, ja, damit das besser funktioniert. Und ja, dann der Umbau eben für das Bett im Trabi. Dann werde ich mal Test backen, das werde ich eventuell jetzt dieses Wochenende mal durchführen, dass ich den Dachgepäckträger dann mal das erste Mal belade mit Reserverad, Benzinkanister, Klapptisch und Klappstuhl, Campingklappstuhl, DDR natürlich. Und mal gucken, wie ich im Kofferraum zurande komme. Vor allen Dingen das Werkzeug, auf dem, wie gesagt, bei dem Globetrabi da, bei dem Fahrer, der hatte sein Werkzeug, so wie ich das aus den Bildern raus erkenne, auf dem Dach oben drauf, auf dem Dachgepäckträger. Und das ist eigentlich eine sehr gute Idee, weil das eine ganz schöne Kiste war, die damit hatte. Und da will ich alles mal vorher ausprobieren. Ja, naja, und sonst die Kamera, die mich jetzt filmt, die nehme ich natürlich auch mit für die Tonaufnahmen vor allen Dingen und auch so, dass man alles mal so in Bewegung sieht und nicht bloß auf die Fotos. Dafür ist die kleinere Kamera ein bisschen schlecht. Ja, und sonst, ich hoffe, ihr unterstützt mich. Ist ein bisschen ein Abenteuer, deswegen mache ich es ja. Ja, ich werde auf jeden Fall nochmal ein Video oder zwei, drei Videos bringen, je nachdem. Nochmal über den Trabi werde ich nochmal eins machen, da die Vorbereitung. Ja, und sonst eigentlich auf meiner Internetseite, wenn irgendwas anliegt oder irgendwas passiert, dann werde ich eh reinschreiben, dann wird das eh gemacht. Naja, gut. So, gut, das war's erstmal. Ich denke mal, wir hören uns wieder. Also dann, ich wünsche euch was und man sieht sich. Macht's gut.